Einen wunderschönen guten Tag hier aus Dresden, aus der Thalia Buchhandlung. Und das Thema von heute lautete Machtgeldsinn, der Geldkongress 2012. Und mein Gast heute, Dirk Müller. Hallo Dirk. Hallo, servus. Ja, ich stelle mal gleich die erste Frage. Seit Jahrzehnten haben wir Regierungen. Und jede Regierung, und ich glaube jeder Regierung das auch, sagt jedes Mal, wenn sie antritt, wir wollen sparen. Und das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig und so weiter. Also die Floskeln kennt man. Warum gelingt es nicht, den Regierungen zu sparen? Warum gibt es immer mehr Schulden? Also da gibt es natürlich viele Gründe dafür, warum die Regierungen mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das ist das eine Problem, dass dann immer die Haushaltsdisziplin ein bisschen fehlt. Aber ein ganz anderes Problem ist natürlich das Geldsystem. Wir haben ein Schuldgeldsystem, das heißt, dass allem Geld, das im Umlauf ist, Kredit gegenübersteht. Geld entsteht, indem jemand ein Darlehen aufnimmt. Ausschließlich dadurch, wenn man mal kleine Dinge neben weglässt, ausschließlich dadurch entsteht Geld. Das heißt, Geld gleich Schuld. Solange also die Wirtschaft wächst, solange mehr Geld in Umlauf ist, ist gleichzeitig mehr Schuld in Umlauf. Wenn die USA 15 Billionen US-Dollar Staatsverschuldung haben, dann hat irgendjemand 15 Billionen US-Dollar Guthaben. Wenn Deutschland 40 Milliarden Euro Zinsen zahlt, bekommt jemand 40 Milliarden Euro Zinsen. Es ist also ein Unfug anzunehmen, der Staat könnte einfach so Schulden zurückzahlen. Das geht nicht. Schulden zurückzahlen im Gesamtsystem geht nur, wenn ich auf der anderen Seite Guthaben auslösche. Nur so kann man Schulden im gesamten System zurückzahlen. Gut, der Staat könnte für sich welches zurückzahlen, da müsste aber jemand anderem dieses Geld wegnehmen, der müsste wiederum neue Schulden machen oder Guthaben entfernt werden. Also es geht nicht anders. Wenn der Staat 2-3 Jahre keine Schulden macht und die Wirtschaft in dieser Zeit aber trotzdem weiter wächst, muss jemand anderes diese Schulden aufnehmen. Der Bürger, die Industrie, die Banken, das spielt keine Rolle, wer im System, aber die Gesamtverschuldung des Wirtschaftssystems wird trotzdem weiter wachsen. Es wäre eigentlich gar kein Problem, weil ja allen Schulden gleich viel Guthaben gegenübersteht. Das große Problem, das dann immer wieder entsteht, ist die Ungleichverteilung. Dieses Geld sammelt sich im Laufe der Jahrzehnte bei immer weniger Menschen an, die immer mächtiger und größer werden. Und die Masse der Menschen hat gar nicht die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, muss aber die Kapitalerträge erwirtschaften. Und das geht in der Anfangsphase problemlos. Je länger dieses System anhält, je größer die Säule von wenigen wird, umso schwieriger wird es für die Masse, diesen Kapitaldienst zu tragen. Und irgendwann kommt es immer im Laufe der Wirtschaftsentwicklung an den Punkt des Resets, an dem die Menschen, der Staat, diese Belastung nicht mehr stemmen können. Und dann kommt es immer wieder zu einer Neutralisierung von Schulden und Guthaben. Wann ist das denn? Das ist der Fall, so in 30, 40 Jahren? Oder? Wir stehen mittendrin, das ist wieder mal der Fall, das passiert alle paar Jahrzehnte und es ist das, was jetzt wieder passiert. Eine solche Neutralisierung der Schulden und Guthaben kann auf drei Arten im Wesentlichen passieren. Zum einen über einen brutalen Schuldenschnitt wie in Griechenland, das sieht es ganz offensichtlich, sieht man, dass da Schulden werden gestrichen. Auf der anderen Seite müssen die, die was haben, auf Ansprüche gegenüber Griechenland verzichten. Variante 2 ist, das über fiskalische Punkte zu machen, steuerlich. Der Staat erhebt eine Vermögensabgabe, sagt, ich nehme denen, die viel Vermögen haben, einen Teil weg und lösche damit Schulden aus. Das ist Neutralisierung. Das Wahrscheinlichste und das, was wir momentan probieren, ist die Inflationierung. Das heißt, man versucht, die Preise anzuheben. Dann hat zwar immer noch jeder, der 1 Million Schulden hat, 1 Million Schulden, nur die fallen nicht mehr so schwer, aber die Guthaben eben auch nicht. Deshalb spreche ich auch nicht von einem Schuldenschnitt, sondern von einer Neutralisierung von Schulden gegen Guthaben. Und an diesem Punkt sind wir wieder angelangt. Welche von diesen drei Welten oder Möglichkeiten wir erleben, ist vollkommen offen. Alle drei liegen auf dem Tisch. Vielleicht wird es auch ein Mix daraus werden, aber das ist wieder mal die Situation. Das ist spannend. Du bist ja mittlerweile jeden Tag in irgendeiner Talkshow. Die Moderatoren wechseln, Dirk Müller bleibt. Du triffst da all diese Leute, die Verantwortung tragen. Wissen die das denn nicht? Ist ihnen diese Erkenntnis nicht bekannt? Es gibt auch in der Politik gibt es einige, die sehr, sehr gut informiert sind, die die Zusammenhänge sehr gut verstehen. Aber es gibt auch sehr viele, die Zusammenhänge nicht kennen, nicht verstehen. Weil es ist auch in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern oftmals anders dargestellt. Wir gehen da von idealen Märkten aus, wo der Markt alles regelt. Wir sehen aber jetzt in dieser Krise, dass viele der alten Regeln, die in den Büchern gelehrt werden,
werden, nicht stimmen. Man hat viele Effekte außer Acht gelassen. Man hat Dinge überhaupt nicht berücksichtigt, wie Animal Spirits beispielsweise. Wir haben keine perfekten Märkte. Nicht jeder hat alle Informationen. Es gibt natürlich Ungleichgewichte, die sich noch dazu durch die politischen Entscheidungen der letzten 20 Jahre immer weiter voranschieben. Dazu gehört zum Beispiel, dass man für Kapitalerträge aus Zinseinnahmen nur 25% Steuern bezahlt und auf Arbeitseinkommen 50% Steuern bezahlt, also in der jetzt mal die Abgaben hochgerechnet. Das bedeutet, dass es immer schwieriger wird für die arbeitenden Menschen, diese Abgaben zu erwirtschaften, um diese Zinseinkünfte der anderen zu bezahlen, die immer höher gehen und die von, egal, selbst wenn die Wirtschaft schrumpft, ihre Zinsen kassieren, die werden also immer größer, immer mächtiger, soll keine linke Hetzrede sein, sondern es geht einfach darum zu verstehen, wie die Abläufe in unserem System sind, denn nur wenn wir das verstanden haben, können wir auch die Probleme einfangen. Dankeschön. Jetzt würde ich am liebsten drei Begriffe nennen und hätte am liebsten auch einen Satz für jeden Begriff. Probieren wir es. Ratingagentur. Die mächtigsten Organisationen auf dieser Erde, sie entscheiden mit ihrer Entscheidung, wer auf dieser Welt Geld bekommt und wer nicht und wenn ja, zu welchem Preis. Das hat mehr Macht als die 6. Flotte der US-Armee. Wenn das die Antwort auf die erste Frage war, bin ich gespannt beim zweiten Begriff. Goldman und Sachs. Goldman und Sachs, die Spinne im Netz, der zentrale Ankerpunkt im Finanzsystem. Die Jungs sind so gut informiert wie kaum andere, können Entwicklungen massiv beeinflussen, haben großen Einfluss auf die besonders amerikanische Politik. Ehemalige Mitarbeiter von Goldman Sachs spielen in vielen, vielen internationalen Organisationen, Gremien, Finanzeinheiten eine Rolle. Selbst jetzt in der italienischen Regierung, in der griechischen Regierung sind Leute mit Goldman Sachs Hintergrund ganz vorne mit dabei. Also die sind ganz federführend bei der Entwicklung auf den Finanzmärkten. War das ein Satz? Ja, mit vielen Kommas. Okay, dritter Begriff, Euro. Euro von Beginn an ein Fehler. Der Euro als Leitwährung Europas muss am Ende einer politischen Einigung Europas stehen und kann nicht am Anfang stehen. Es ist nicht der Kitt für Europa, es ist der Spaltpilz und es geht auch ohne den Euro. Okay, zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage, die uns sehr interessiert. Vom 10. bis 16. März ist der Machtgeld-Sinn-Kongress in Köthen. Du bist am 13. März, am Dienstagabend im Johann Sebastian Bach-Saal in Köthen. Worauf freust du dich bei diesem Kongress und worauf können sich die ganzen Zuschauer und Gäste freuen? Ich freue mich darauf, weil es werden sehr viele Leute da sein, die sehr gute Gedanken rund ums Thema Geldsystem haben. Ob ich die immer alle teile, ist ein ganz anderes Thema. Es ist wichtig, dass alle klugen Köpfe mal zusammenkommen. Und da fehlen noch ganz, ganz viele. Und die dann zusammenkommen, die ihre Gedanken zusammentragen, die sich einen Kopf drüber machen, wie ein anderes System aussehen kann. Keiner von uns hat die perfekte Lösung, aber alles zusammengetragen und mit offenen Scheuklappen über diese Probleme zu diskutieren, führt vielleicht zu einem gemeinschaftlichen Lösungsansatz, in dem sich die meisten wiederfinden und vor allem ein System am Ende stünde, was auch realistisch umsetzbar ist und nicht in den Utopia endet. Dirk, ich danke dir für dieses Gespräch und möchte hinweisen, es gibt dieses tolle Buch noch. Drei von diesen Büchern werden unter den Abonnenten dieses Kanals verlost. Bitte einfach in den Kommentaren schreiben, was macht Dirk Müller aus? So, danke schön dafür. Ich lasse die mal kurz da. Ich werde sie versuchen, noch von dir signieren zu lassen. Ansonsten danke ich dir und ich danke euch und Grüße all meine Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal und das Thema beim nächsten Mal natürlich der Geldkongress 2012. Bis zum nächsten Mal.